Zufallsbekanntschaft. Moment von Ralf H. gelesen von Ralf H. Kapitel 19. Montag. Sabine hatte das Auto abgestellt und war die letzten Meter zu Fuß gegangen. Das große, gelbe Haus, dicht neben der Schnellstraße gebaut, fiel in dieser Ansammlung zweigeschossiger Häuschen unangenehm auf. Sie ging langsam, vorsichtig, zögernd auf das Gebäude zu. In das trübe Wetter fügte sich das Grollen der zahllosen Autos auf der nahen Bundesstraße unauffällig ein. War ihr Vorhaben richtig? War es falsch? Andrea hätte es sicher nicht gut geheißen. Aus einem nicht erkennbaren Grund hatte sie was gegen Roland. Immer wenn das Gespräch auf ihn kam oder auch nur sein Name fiel, verzog sie das Gesicht kaum sichtbar für jemanden, der sie nicht kannte oder für jemanden, der es nicht gewohnt war, feine Änderungen in der Physiognomie wahrzunehmen. Ihre Geschäftskollegin Beatrice war da ganz anders. Sabine war kurz vor 7 an ihrem Arbeitsplatz der Kantine eines 200-Mitarbeiter-Betriebs erschienen. Noch bevor sie die ersten Milchbrötchen aufgeschnitten hatte, bemerkte sie bereits den neugierigen Blick, der auf ihr ruhte. »Stimmt was nicht?« hatte sie sich erkundigt, ohne dabei ihre Arbeit zu unterbrechen. »Du musst ja ein tolles Wochenende gehabt haben.« Beatrice legte den geschnürten Schinken neben der Schneidemaschine ab. »Es ging.« »Es ging?« wiederholte die Kollegin. »Du schwebst ja förmlich über dem Boden. Solange ich hier bin, hast du noch nie morgens so gute Laune gehabt. Wie heißt er?« »Welcher er?« Beatrice holte die Leoner, den Bierschinken und die Gelbwurst aus dem Kühlfach. »Guten Morgen.« Einer der Büroangestellten tauchte auf. Die beiden Frauen grüßten zurück, beachteten ihn aber nicht weiter. Er würde sich an der Kaffeemaschine selbst bedienen, die 60 Pfennige für die doppelte Portion Kaffee neben die noch nicht in Betrieb genommene Registrierkasse legen und sich dann an einen Tisch setzen, um auf einige seiner Kolleginnen zu warten. »Es steckt doch immer ein Mann dahinter«, nahm Beatrice den Faden wieder auf. »Ach was!« Sabine nahm sich ein anderes Messer und begann, die Brötchenhälften mit Butter zu bestreichen. Einmal hin zu ihr, einmal weg von ihr. Nicht zu viel, sonst würde sich die eine Hälfte der Belegschaft beschweren, nicht zu wenig, sonst wäre es der anderen Hälfte nicht recht. Leise pfiff sie vor sich hin. Irgendeinen romantischen Titel von Peter Maffay, den sie vorhin im Radio gehört hatte. Irgendwas um eine Liebe, die sich noch nicht erfüllt hat. Man könnte wirklich meinen, du wärst... Sabine richtete das Messer drohend auf ihre Kollegin. »Sag nicht verliebt. Das würde ich nie tun.« Die eine schnitt die Wurst in Scheiben, die andere bereitete die Brötchen vor. Inzwischen kamen die erwarteten Kollegen und Kolleginnen aus den anderen Abteilungen. Wie immer bedienten sie sich selbst, zahlten und setzten sich dann zu ihrem Kollegen, um über Belanglosigkeiten zu sprechen, die am Wochenende geschehen waren. Sabine pfiff weiter. Ihre Laune war wirklich auffällig gut. Keine Spur vom üblichen »Ich hab keine Lust.« Zwar hatte sie in dieser Nacht kaum geschlafen, aber anders als sonst störte es sie diesmal nicht. Sie hatte sich vorgenommen, etwas Verrücktes zu tun, den Geist, der sie nicht in Ruhe ließ, ein für alle Mal zu exorzieren. Deshalb war sie nun in dieser Straße, deshalb schlich sie nun näher an das gelbliche Haus heran, mit jedem Schritt unsicherer werdend. Für die Nacht schien es noch eine gute Idee zu sein. Und jetzt? Sie wollte etwas beenden, das sie verfolgte, noch bevor es eigentlich begonnen hatte. Sie würde Roland sagen, dass er sich gar keine Hoffnungen zu machen brauchte, dass sie ihn nie wiedersehen würde, wenn es sich vermeiden ließ. Ja, so war es richtig. Nein, es war falsch. Was denn nun, falsch oder richtig? Sie blieb stehen. Falsch oder richtig? Es ließ sich nicht so einfach beantworten. Wenn es richtig war, welchen Sinn hatte dieser Besuch denn überhaupt? Sie würde doch nur Hoffnungen in ihm nähren. Vielleicht war es besser, ihm nicht zu begegnen, den Freitagabend als unglücklichen Zwischenfall abzutun. Besser? Sie wusste es nicht. Irgendetwas war an diesem Mann mit dem grauslichen Vollbart, irgendetwas an ihm zog sie unerklärlich an, ließ sie ständig an ihn denken. Waren es seine Augen? Augen, die so ganz anders waren als die aller anderen Männer. Sanft nachdenklich, nicht beherrschend impulsiv. Sie war vor dem Haus angekommen, an den gelben Metallbriefkästen an der Tür mit dem unübersichtlichen Klingelbrett. Roland Kirk, las sie laut. Ihre kleine Hand, die rechte, streckte sich dem Klingelknopf entgegen. Der ausgestreckte Zeigefinger schwebte über dem schwarzen Kunststoffknopf und dann zog sie den Finger zurück. Über ihr eigenes Verhalten, über ihren Mut, oder war es doch Feigheit, konnte sie nur den Kopf schütteln. Sie wandte sich um, ging davon, erst langsam, dann immer schneller, bis sie rannte. Schwer atmend verkroch sie sich in ihr Auto.
Von einem Moment zum anderen entluden sich die schwarzen Wolken, ließen einen Regenvorhang nieder, dessen lautes Prasseln die Geräusche der Schnellstraße völlig schluckte. Sabine hielt sich am Lenkrad fest, legte die Stirn auf das schwarze Rund, überlegte sich anders und ließ den Kopf in die Nackenstütze sinken. Mühsam holte sie Luft. Nein, es war keine gute Idee gewesen. Sie konnte diesem Mann nicht nachlaufen, ohne ihre Identität aufzugeben, ohne sich hinterher nicht mehr im Spiegel in die Augen sehen zu können. Am Freitagabend war etwas geschehen. Sie wusste nicht was, aber sie fürchtete es. Ja, zum ersten Mal wurde ihr bewusst, sie fürchtete es. Oder ihn. Oder wie immer man das sehen wollte. Sie hatten nicht miteinander gesprochen, hatten sich noch nicht einmal intensiv angesehen und trotzdem, etwas hatte sich verändert. Mit einem Mal war ihr Leben nicht mehr so wie vorher, obwohl sie den Unterschied im Moment nicht benennen konnte. Hinzu kam, zum ersten Mal seit Jahren hatte sie ein Problem, das sie nicht mit Andrea besprechen konnte. Oder von dem sie annahm, dass sie es nicht mit Andrea würde besprechen können. Warum hatte Roland nicht angerufen? Dann hätte sie ihm klipp und klar sagen können, dass die Sache sinnlos war, dass sie nichts von ihm wollte. Sie hätte ihn belogen und das wäre es gewesen. Das Leben wäre weitergegangen wie immer. Sie wischte sich mit der linken Hand über die Augen, griff mit der rechten Hand zum Sicherheitsgurt und steckte den Haken in das Schloss. Dann startete sie den Wagen. Noch während der Motor seine Stimme klärte, schaltete sie den Scheibenwischer ein. Eine Dreiviertelstunde nach ihrer Ankunft fuhr sie wieder ab. Ein Teil von ihr blieb jedoch zurück. Noch bemerkte sie das nicht.